Ich nehme mal das Mikro zur Seite, damit ihr mich seht. Oh, Mördergag, geht schon gut los. Natürlich bin ich tierlieb. Ich hab die so lieb, ich fress die so, ja. Geht doch nicht über den Robben geschnetzelt, oder? Ich sag, mein Gott, meine Uschi muss zum TÜV, ich hab einen Termin. Eine junge Frau. Die braucht nicht mehr zu Popstars, denn sie ist bereits einer. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie bitte Cindy aus Marzahn. Ja. Ich nehme mal das Mikro zur Seite, damit ihr mich seht. Oh, Mördergag, geht schon gut los. Dominik ist auch da. Dominik freut sich immer, wenn ich hier bin. Ich bin die einzige Frau, die ja nicht aufblasen muss. Ja. Ja, nee. Ich bin ein bisschen, ich war ja auch bei Popstars gewesen, hab mich beworben und da Detlef die Soest, heißt ja eigentlich Detlef die Soest, ja, wa? Detlef die Soest, hat dann zu mir gesagt, nee, da muss man ein bisschen was an deinem Aussehen ändern. Was soll ich machen? Soll ich mich hässlich machen oder was? Na, ich mir überlegt, okay, muss dir mal ein sexy Red Outfit kaufen. Hab ich gedacht, diesmal ins Kaufhaus deines Vertrauens. Ich meine, manche werde ich ja nicht mehr rein gelassen. Und bin ich da drin, bin so langschlawenzelt, hab mir überlegt, kaufst du mal ein Abendkleid, um mich da weiterhin zu bewerben. Und während des Langschlawenzeln habe ich so bemerkt, dass ich so beobachtet werde. Irgendwann spürte ich auch so diesen eiskalten Atem. Irgendwann habe ich ihn auch gerochen. Natürlich kein attraktiver Verkäufer, nee, wäre Quatsch. Irgendwann steht eine Verkäuferin vor mir, 1,68 hoch wie ein Tischtennisball. Blaugraue Haare, schwarze Polyesterhose, hautfarbene Bluse in die Hose steckt, schwarzer Gürtel, goldene Schnalle. Kann ich Ihnen helfen? Ich sage, nee, ich suche nur ein Kleid. So große Kleider haben wir hier nicht. Lachst du nur da? Habe ich gesagt, Entschuldigung, Sie kennen meine Größe ja nicht. Aber so große, ich sage, Entschuldigung, Sie kennen meine Größe ja nicht. Und außerdem ist heute kein schöner Tag zum Sterben. Ja, aber so große Kleider. Ich sage, Entschuldigung, ich habe Größe 38. Auf einer Seite. Ja, aber so große Kleider haben wir. Ey, da hab ich die angebrüllt, hab die genommen und hab die geschüttelt. Ja, ich weiß, dass ich fett bin und scheiße aussehe. Ich will einfach nur ein Kleid. Bin jämmerlich zusammengebrochen, hab so geweint. Nee, ist entweder alle oder ja, Kinder. Oh. Und so spontan. Da streichelt sie mir über den Kopf und sagt, gehen Sie in eine Etage höher, hier ist die Kinderabteilung. Und ich natürlich weiter, hab dann auch mein Kleid gefunden, hab mich dann wieder beworben und ich habe euch jetzt mal ein Lied mitgebracht, mit dem ich mich da beworben habe. Moment, ich muss aufpassen, dass ich den Text nicht vergesse. Oh, ich bin so, ich konnte mich gestern nicht so darauf konzentrieren. Sind die Türen eigentlich abgeschlossen? Ja, wa? Nicht, dass ihr abhaut hier, die haben bezahlt. Okay, wartet, auf Tri. Was ist das für ein Zeichen jetzt? Auch cool, wa? Ja. One. Ja, die Choreografie ist von mir. One, wichtig, auch immer Schubladen einräumen beim Singen, hat mir der Detlef gesagt. One, ich kann nicht bis, ich kann nur bis zwei zählen. One, two, three. So Mini-Rock. Ich bin Cindy, Cindy aus dem Block. Bin ein Superstar und das war ein Schock. Aber ich weiß, wo ich herkomm. Aus Marzahn zum Megastar lebe ich doch immer, was ich war. Ein Mädchen mit dem Traum so nah, zum Greifen nah, jetzt ist er da. Bin jetzt im TV everyday, von Stefan Raab bis JBK. Ich nenne es einfach Cindy Schwer, denn ich bleibe hier, oh yeah. Ich bin Cindy, Cindy aus dem Block. Das war ein Schock, aber ich weiß, wo ich herkomme. Sag ja, ich bin Cindy. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Der eine hat mir auch mal eine SMS geschrieben, hat mich gefragt, Frau Cindy, bist du eigentlich tierlieb? Natürlich bin ich tierlieb. Ich hab die so lieb, ich fress die so, ja. Geht doch nicht über den Robben geschnetzeltet, oder? Oder pass auf, schöne Pferdebulette im Speckmantel mit Trockenpflaume.
gut, Trockenpflaume habe ich eh mal dabei. Und merkt ihr eigentlich, wie versaut ihr seid hier? Hier Trockenpflaume in der Tüte, hier wie trockene Ananas. Ach so, egal. Ich bin wirklich sehr tierlieb. Ich hatte ja auch mal ein Haustier gehabt, einen Wellensittich. Wahrscheinlich wie wir alle, oder? Himmelblau oder gelb. Bubi oder Hansi. Meiner hieß Bubi, mein Wellensittich, und der ist aber leider gestorben. Ja, der hat sich beim Fliegen den Flügel gebrochen und ist in eine Toilette gefallen. Und er hat dann noch versucht, mit dem anderen Flügel sich so in die Freiheit zu schlagen. Und das war so dramatisch, dieser Kampf zwischen Leben und Tod. Nach einer halben Stunde konnte ich gar nicht mehr hingucken. Dann hat er sich auch noch mit dem Kopf so unterm Toilettenrand festgehakt und hat immer weitergeschlagen. Und dann diese Brülle die ganze Zeit. Chip, 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 chip. Aber ich weiß ja nicht, was chip, chip, chip heißt. Irgendwann war nur noch chip, chip. Chip, chip. Chip, chip. Hat er nicht mehr geschafft. Gut, aber wenigstens war die Toilette sauber. Jetzt habe ich ja ein neues Haustier. Ich habe ein neues Haustier, die Helga. Helga ist eine Schildkröte. Die ist total... Ja, Helga ist auch da. Ja, Helga, meine Schildkröte, die ist total cool drauf. Die hat nur ein Problem, die hat keinen Panzer mehr. Ja, ich habe mal eine Party gemacht und hatte keine Aschenbecher. Was soll ich denn machen? Eine Flasche Aschen wie ein Assi? Du kriegst keinen Pfand drauf, wenn Kippen drin sind. Also halt mir mal kurz den Panzer ausgeliehen. Ich hab den ja nach der Party auch sofort wieder sauber gemacht. Hab den so eine Waschmaschine gesteckt, auf 90 Grad gewaschen. Ich bin so blöde, ich hab dieses Ding viel zu heiß gewaschen. Jetzt ist dieser Panzer eingelaufen, jetzt ist der so klein geworden. Jetzt trägt Helga einen Helm. Hallo, mein Name ist Cindy, Cindy Garm. Möchten Sie eine Praline? Sehr gerne. Ja, das hältst du wohl ja nicht, Global Takt. Meine Mama sagt immer, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Ist alles schnell auf, man weiß nie, wer noch kommt. Die Schuhe sehen aber sehr unbequem aus. Ich glaube, wäre ich Krankenschwester, könnte ich in solchen Dingern nicht laufen. Die sehen auch sehr billig aus. Mama sagte immer, Schuhe verraten viel über einen Menschen. Flittchen. Meine Mama trug auch solche Schuhe. Gut, jetzt hat sie auch Blumendünger gesoffen. Komisch, was man alles noch so aus seiner Kindheit weiß. Willst du mein Freund sein? Nein. Wir hatten so viel Spaß. Er war mein bester Freund. Lauf, Cindy! Lauf! Ah, schon wieder leer. Mist. Ey, man glaubte kaum, aber ich konnte vielleicht laufen. Boah, was bin ich gerannt? Und viele Menschen rannten mit mir. Aber nicht nur Menschen, auch Vögel rannten an meiner Seite. Es war, als würde ich seit Millionen Jahren laufen. Ich dachte ja so, ja, ich würde durch mich selbst laufen. Nichts konnte mich stoppen. Ich bin so ja mal in den Urlaub gelaufen. Ich war so schnell, dass kein Untergrund von mir sicher war. Wusstet ihr eigentlich, dass ich mal richtig berühmt war? Ich habe so viele berühmte Menschen kennengelernt. Ich habe dafür gesorgt, dass es die DDR nicht mehr gibt. Hab Angie im Bundestag geholfen. Dafür hat mich Helmut Kohl damit spazieren genommen. Und in Amerika war ich zuerst mal kurz Praktikantin. Ich habe sie ja mal am Busch gearbeitet. Dafür wurde ich von Benny Benedetto selig gesprochen.
Ach, der Benni, der war schon ein lustiger Vogel. Ja. Meine Mama sagte immer, viele Köche verderben den Brei. Aber von wenigen Köchen wusste sie ja nicht satt. Gut, jetzt ist ihr auch mal eine Flugzeugtoilette auf den Kopf gefallen. Danach hat sie gedacht, sie hätte die Lockenwickler erfunden. Meine Mama sagte auch immer, das Leben ist wie ein Zwingerclub. Alle gehen hin und keiner weiß warum. Und dann hat sie noch immer... Was denn? Können Sie bitte endlich losfahren? Und dann hat sie auch immer gesagt, wenn du mal Busfahrerin bist, dann mach deine Pause nie an der Bushaltestelle. Los geht's. Ich wollte nämlich einkaufen, shoppen. Krieg den Reißverschluss nicht. Das ist ja cool. Yeah. Also ganz wichtig. Nee, was ist das? Als erstes meine DVD. Oh, total, weißt du, unauffällig. Hier meine DVD. So ganz total zufällig. Unauffällig. Oh, ganz schön. Unauffällig. Total unauffällig. Aber ist ich geil, hab doch gesehen. Oh, das ist ja aber schön. Süß, oder? Ist ja bald das Ostern. Oh, das für mich? Ja, heißt ich. Oh, danke. Also ihr kauft, ihr kriegt. Das echte Schokolade. Ja. Danke. Schön. So, also schön. Warst du heute unterwegs? Ich war unterwegs. Das kennt man ja überall, das ist ja schwierig. Es ist schwierig rauszugehen, weil viele Leute sagen dann, ah, Mensch, hier, Hunde und so, du kennst es ja. Und deswegen habe ich mir was überlegt und habe mir, ja, ich habe eine tolle Idee mit dir gebracht. Super, dich erkennt keine Sau, du kannst einkaufen gehen, du kannst irgendwo hin. Was? Hier, kick mal. Ich guck. Köln, endlich. In dem Outfit wird mich hier garantiert keiner erkennen. Oh, freu mich. Ein schönes Wetter. Oh. Entschuldigung, wisst ihr, wo eine Toilette ist? Ich muss jetzt natürlich pullern. Ich halte es nicht mehr aus. Pullern, 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 pullern. Schönen Tag noch. Vielen Dank für die Kekse. Setzen Sie es auf die Rechnung von Bühlen Ceylan. Hey, und damit erkennt uns keiner, ne? Damit erkennt uns keiner, total unauffällig. Vor allem. Ich habe auch keine Orangenhaut, ich habe pinke Haut. Hey, ich fühle mich so wie ein Penis im Kondom. Ja, schön. Guck mal, kann gar nicht headbangen. Nee, brauchst du nicht. Oder Teletubbies. Also. Winky, Winky, Winky. In Hamburg will man Geld kriegen, aber ich glaube hier auch, oder? Rosa Köln, hallo. Können sogar Sex machen, oder ist was passiert? So, das Geile ist, ich habe. Hey, wenn jetzt jemand zuguckt, ne? Die denkt, oh hey, voll nicht Fetisch, Porno. Oh nee! Das ist scheiße. Ist schön. Ja. Ja. Leg dich mal hin, dann sieht dich soll keiner. Soll ich das nicht machen? Leg dich mal hin. Wo soll ich denn hin? Leg dich so, dass ich mich raufsetzen kann.
Und dann lüg, lüg. Pinocchio, lüg. Ja, ja. Den hat er nicht verstanden, der Türke. Den Türke. Muss aber so gefilmt werden, dass es groß aussieht. Guck mal, man sieht dich ja nicht. Ja, was willst du jetzt machen? Ich fahre jetzt rauf. Nein. Komm hoch. Das ist so ein scheiß Gefühl, ich sag dir. Das so, ich fühle mich so wie in der, die kennt ihr, wenn du mit Strumpfhose anziehst, und, aber über den Kopf. Mir ist warm. Guck mal, damit ihr es mal fühlt, tragt mich mal. Also das passiert nichts, das sieht... Nee. Man muss dazu sagen, nicht, dass ihr Angst habt, das ist Eisen. Gestopft. Eigentlich, ja, es war ganz... Das die Haare sind auch von unten nach oben gekämmt, nein. Was machst du denn jetzt? Die sollen mich mal rübertragen. Warte, ich komm dich drüben abholen. Warte. Oh, warte. Oh. Komm her. Hallo. Hallo. Komm her. Hey, Stage Diving! Ja. Yeah. Stage Diving! Ja. Yeah. Komm her. Ich hab dich. Stage Diving! Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Steh auf. Ein Türke! Ich bin nicht was hier. Was ist das denn? Dir ist der Labello aus der Hose gefallen. Nee. Dir ist der Labello aus der Hose gefallen. Ich hab doch Hose, ja, ja. Hose, ja, ja. Hier. Hose da. Sei da. Ich wüsste wo. Ja, guck mal, wie er gleich Türke. Ja, meine, hab, mein Labello. Ist meiner, aber ist ihr. Pein. Das so. War Stage-Diving-Gefühl, nur im Sitzen. So, und jetzt ich. Ich seh nichts. Danke. Oh. Weißt du, wie ich mir gerade vorkomme? Rügen bei der Mühlenfest, lebe. Oh. Herzlich. Hey, ich kann Mini, wieder, Mini, Mini, was denn, Kette? Mir ist warm. Nee, mir ist, kannst du mal das Ding wieder ab? Was? Das Ding abmachen. Nein, was krieg ich dafür? Was krieg ich denn dafür? Komm her. Sushi. Komm. Nee. Ficken aua, für einen Euro. Aber nein, das Haare. Meine Haare. Nicht da anfassen. Achso, nicht dahin. Ich spüre das ja nicht, was ich anfasse. Wie, du spürst es nicht, was da an. So, jetzt kannst du abziehen. Oh. Vorsicht, das Mikro. Achso, das Mikro. Hier, 28.376 Euro. Ich stehe mal auf einem Bein. Was bin ich? Ein Flamingo. Ja, ein fetter Flamingo. Ich mir gedacht, hier ist mein Kindergarten. Probier Starlet aus. Dass ein Kindergarten was mit Kindern zu tun hat, das wusste ich ja auch nicht, woher soll ich nicht wissen. Aber was ich da erlebt habe, gucken wir uns jetzt mal an. Puh, echt stürmisch heute. Ist mein erster Tag im Kindergarten. Und ich bin ja ganz froh, das ist so schön ruhig, weil die Kinder sind noch nicht da. Und in so einem Kindergarten musst du ja echt aufpassen, was du sagst. Da kannst du nicht einfach alles sagen, wie zum Beispiel oder was heißt eigentlich? Ach, Kindergärten sind völlig überbewertet. Ich habe ja früher meine Tochter Jenny Lee immer im IKEA-Spieleparadies abgeben. Guten Morgen! Nein! Ich bin Cindy aus Marzahn, eure neue Kindergärtnerin. So, zeig mal her bitte. Mensch, das ist doch nicht gut. Das habe ich doch schon gesagt. Und was ist denn das? Vitamin C macht doof. Was kriegst du? Du kriegst das. So. Sehr cool. Das muss hier raus. Guck mal, das ist eine braune Banane. Die packe ich dir mit rein, ja? Doch, die ist viel gesünder. Hände auf den Rücken und wer zuerst den Schaumkuss aufgegessen hat, hat gewonnen. Auf die Plätze. Fertig. Los. So ungeheuer Monster sexy. Ich hab dich zum Fressen. Ich bin fertig. Guten Morgen. Ich bin gar nicht. Aber jetzt bin ich fertig. Ja, super. Nochmal. Guck mal hier, Johann. Cool. Polizei. Damit werden wir später vielleicht auch mal fahren. Sieben, sie brechen mal ein bisschen Höhe. Nicht mein Ding. So, Jungs und Mädels, ich habe noch einen Rieseneinsatz. Wer jetzt gewinnt, bekommt alles. Alles oder nichts, okay? So, was habt ihr? Karten auf dem Tisch? Oh, schade, ihr habt verloren. Alles
meins. Nein! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Wollen wir nochmal auf drei zusammenschreien? Eins, zwei, drei. Wenn das alle meine Kinder wären, ey, stellt euch mal das Kinderheld vor, ich könnte von dem Kinderheld leben. Guck mal hier, das habe ich für dich gebastelt. Ach Mensch, das war echt ein stresser Tag im Kindergarten. Obwohl, die kleinen Scheißer sind schon ganz niedlich. Ich hab mir auch direkt ihn für zu Hause mitgenommen. Hat mich ein bisschen irgendwie an Mischa erinnert. Sag mal, du hast so viele Hände. Kannst du eigentlich auch putzen? Und wie sieht's mit Kochen aus? Ich habe immer sehr viel Hunger. Und sag mal, mit dem Hochdruck rein, kannst du doch auch oben gehen, oder? Und kannst du den auch... Ich wollte euch auch eigentlich was Peinliches erzählen. Ich weiß nicht, einige Frauen werden es wahrscheinlich kennen. Ich war beim Frauenarzt gewesen. Männer vielleicht auch, müssen ja manchmal auch mit hin, wenn die Frau nachher schwanger ist, ist doch so. Und Frauenarzt ist schon immer was Intimes für uns Frauen, oder? Ist immer ein bisschen unangenehm. Wenn man da hinkommt, man kommt sich ja ein bisschen vor wie so eine russische KGB-Agentin, oder? Ey, du stehst ja wirklich am Tresen, denn so kommst du jetzt... Hallo? Ich hab einen Termin. Und die so, wie bitte? Ich sage, Entschuldigung, ich habe einen Termin. Und die so, wie bitte? Ich verstehe sie nicht. Ich sage, mein Gott, meine Uschi muss zum TÜV, ich habe einen Termin. Oh, was verstehst du denn nicht? Oh, schlimm, oder? Ist so peinlich. So, und jetzt... So geht es ja erstmal los. Dann sitzt du ja noch nicht im Arztzimmer. Nee, nee, dann schickt sie dich ja erstmal ins Wartezimmer. So, und da sitzt du denn. Alle Frauen starren dich an und die eine nehmen mir, Entschuldigung, ich sage ja. Sie sind doch Cindy aus Marzahn, oder? Ich sage nein, ich bin Claudia Schiffer und habe schlechte Laune. Das ist ja wirklich unein. Und die Frau dann neben mir so, ach ja, ich hasse die Besuche auch hier, sagt sie. Aber ich bin immer gut vorbereitet, sie auch. Ich sage, selbstverständlich. Ich habe mir heute noch guten Morgen in den Schritt rasiert, damit die Frauenärztin ein bisschen Spaß hat. Und, oh ey, geht mir so auf den Keks, echt. Und dann kommst du in dieses Behandlungszimmer, so, dann musst du auf den Stuhl erstmal, dann liegst du ja hier, weißt du? Liegst du wie ein Honk. Ich meine, da kriegst du ja Begriff Flaumbaum auch eine neue Bedeutung. Und dann liegst du da, die Tür geht auf, kommt die Arzthelferin drin. Oh mein Gott, Cindy aus Marzahn. Hier liegt Cindy aus Marzahn, kommen Sie mal schnell hier. Hier liegt Cindy aus Marzahn. Und sie total, wie gesagt, ich liege, hallo. Und sie total, oh, kann man ein Foto machen? Ich sage, klar, aber nur. Wenn du unten lächeln drin kriegst, dann mach doch, Mensch. Ah ja, und dann kam endlich meine Frauenärztin, Frau Mopp. Frau Mopp hatte, yes, wirklich Mopp. Die hatte, glaube ich, einen schlechten Tag. Die hat sich hingesetzt, hat nichts gesagt und fing dann gleich an zu arbeiten und so. Und ich finde, Frauenarzt hat immer ein bisschen was von Kasperle-Theater, oder? Ab und zu kommt ein Kopf hoch und sagt irgendwas. Und die ist wirklich sehr nett, aber die hatte ein bisschen was auch vom Friseur. Die hat dann auch die ganze Zeit gelabert. Und ich denke so, oh ey, ich meine, du liegst da echt breitbeinig, wirst du, und die labert dir irgendwie einen Tripper an der Vagina. Und ich dachte, oh, wird die jetzt mal bald fertig? Total unangenehm. Und dann ging es los und sie so, oh, scheiße, Mist. Ich sag, was ist denn los? Und sie so, oh, ich sag, hast du das Bernsteinzimmer gefunden oder was ist denn passiert? Und sie so, nee, und alles Mist. Ich sag, was ist denn passiert? Und sie so, ja, mein Freund hat mich verlassen. Der ist nach Guadeloupe ausgewandert. Da hat er jemanden kennengelernt und die liebt er jetzt. Nee, Moment, ich liege da immer noch. So, hallo. Du kannst mir immer noch in den Hals kicken, ob ich Marmeladenbrötchen zum Frühstück hatte. Ja, was machst du jetzt? Ich sage, oh, Frau Mopp, das tut mir aber leid, hätte ich das gewusst, hätte ich mir eine kleine Eisbombe in den Schlüpper gebastelt. Und dann hätten wir uns schön zusammengesetzt an den Tisch, eine kleine Problemkerze angezündet, Kaktus-Tee getrunken und einen Kürbiskeks gegessen und hätten das Ganze ausdiskutiert. Da sagt die zu mir, wollen Sie mich etwa verarschen? Ich sage, seien Sie mir nicht böse, Frau Mopp, aber Sie wissen doch am besten, wie man im Leben Abstriche machen muss.